Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Honeypop. Wir befinden uns in der Mall und haben gerade noch mit der guten Kyanna ein bisschen zu tun gehabt. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch irgendwas bei ihr rausholen kann. Also zumindest eine Frage könnte ich ihr jetzt noch stellen. Aber ich könnte jetzt auch mal gucken, ob ich ihr noch irgendwas schenken kann. Nee, nicht mehr. Yoga Bag. Da ist sie dann zwar sehr glücklich, aber das bringt uns jetzt nicht so sehr viel weiter. Food ist nicht, Drinks können wir auch vergessen. Okay, dann stelle ich hier jetzt noch eine Frage und dann schauen wir doch mal, dass wir Bailey treffen. Denn für die habe ich ja immer noch diesen blöden Yoga-Belt. So. Go ahead, ask me anything. Habe ich ihren Nachnamen schon erfragt? Ich glaube nicht. That's okay. My last name is Del Rio. Okay, jetzt habe ich ihren Nachnamen gelernt. Das ist ja auch mal fein. So, dann würde ich mal sagen, Kyanna, habt einen schönen Tag. Ich bin dann mal weg. Hier sind nämlich noch ein paar andere Mädchen, mit denen ich reden muss. Zum Beispiel Belly. Sounds cool. Have a good one. Okay. Bye bye. Bar and Lounge. Oh, es ist schon Abend. So good to see you. Das finde ich ja nett, dass du dich freust, mich zu sehen. Moment, wie war das mit dem Alkohol? Niedrige Alkoholtoleranz. Lieblingsgetränk Wein. Mädchen, wie wär's mit einem bisschen Wein? Erstmal ordentlich besoffen machen hier. As long as you already paid for it. Okay. Das gab immerhin schon mal 4 Betrunkenheitspunkte, ist okay. Habe ich jetzt nichts gegen. So, kann ich dir noch irgendwas schenken? Ach ja, Blödsinn, ich habe ja diesen dummen Yoga-Gürtel da. This is exactly what I was looking for. Ah. You've read my mind. Na, das ist doch toll. Habe ich schon wieder eine Frau glücklich gemacht. Langsam werde ich echt gut darin. Und ich habe ein neues Geschenk gekriegt. Schauen wir doch mal. Red Tulip Date Gift Flowers. Consume all sexuality tokens on the grid. Also wenn ich das nächste Mal entweder mit Yumi oder mit Jessie zu tun habe, werde ich das auf jeden Fall benutzen, weil die Weiber ja richtig auf Sexuality stehen. Okay, talk with her. Sie hat jetzt noch ordentlich gefuttert. Das heißt, wir können uns jetzt mit ihr ein bisschen unterhalten. Schauen wir doch mal. I get the sense something's on your mind. Aha. Gute Frage. Mal gucken. Was machst du denn als Job? I'm a yoga instructor at the fitness center. I've been practicing for years. Ach, deswegen hat Kyanna gesagt, dass das eine tolle Sache ist, die Yoga-Clubs die Yoga-Stunden. So, von ihr weiß ich bisher so gut wie gar nichts, außer dass sie jetzt Yoga-Lehrerin ist und Lila mag. Meine Güte. Ich glaube, ich muss etwas mehr mit ihr reden. Immerhin, wir waren schon auf einem Date und ich weiß über sie so gut wie nichts. Would you mind if I asked you something? Okay. I'm curious. Do you believe there's some form of life after death? Oh Scheiße. Ach du Fuck. Das ist wieder so eine Frage, wo man echt nur verlieren kann. Ich glaube, dass sie sehr esoterisch ist. Das heißt, da ist bestimmt irgendwas. Surely. Yes. We live on. Not in physical form, but we're around. Okay, endlich habe ich bei so einer Scheißfrage mal irgendwas Richtiges gemacht. Kann ich mir gleich noch einen Trade kaufen, hoffe ich mal. So, was mochtest du denn gerne, Belly? Du mochtest Romance. Habe ich eigentlich Romance schon abgegradet? Romance habe ich abgegradet. Dann nehmen wir irgendwas anderes. Ich glaube, ich nehme mein Talent. Das ist jetzt auch nicht verkehrt. So, dann, Mädel, wie wär's? Eine Runde Spaß? Kann ich dir noch irgendwas zu essen? Oh ja, ich kann ihr voll die Pizza reinziehen, okay? Hier, guck mal, Pizza. Nom. Oh Gott, I'm so weak. But it's so good. Ich bin so schwach, aber es schmeckt so gut. Ach komm, Mädchen, gegen eine Pizza kann man echt nichts sagen.
Man muss doch nicht die ganze Zeit sich kasteien oder so. I'm interested in knowing what you think about this. How do you feel about spirituality? Oh Gott, die ganze Zeit diese Fragen. Fuck. I'm a deeply spiritual person. I worship the great love goddess. Oh Gott, wie schlecht ist das denn? Mal testen. Ich glaube, sie ist sehr spirituell. Vielleicht gefällt ihr das. Nein. Ich glaube, der Spruch war zu offensichtlich. What can I do for you? Wie heißt du denn mit Nachnamen? I was wondering about that. My last name is Lepron. Okay. Kann ich dir noch irgendwas zu essen reinziehen? Yoga Bag? A fabulous gift for a girl who likes it hot and sweaty. Ja, Yoga. Aha, ist okay. Hier, guck mal, ich hab was für dich. This is perfect for my studio. Oh, you've unlocked Bailey's Salon Stylish Hairstyle. Okay, gucken wir noch mal, wie dieser Hairstyle aussieht. Oh, das ist auch hübsch. Wobei, short and sweet finde ich auch. Das sieht toll aus in Kombination. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Aber ich habe noch ein neues Geschenk gekriegt. Gucken wir doch mal. Bam! Upgrade 3 random affection tokens to power tokens. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Boah. Okay, also so langsam muss ich mir echt gut überlegen. Was ich denn da benutze? Egal. Wie wär's mit einem zweiten Date, Mädel, ne? Also, wir finden uns eh gut und du bist glücklich und... Well, I don't think I have anything going on. Alright, let's go out. Aha. Also noch weniger Begeisterung hätte es jetzt nicht sein müssen. Mensch, Mädchen, ich bring dich... Hey, wow. You know about this spot too? Sometimes I come up here to think. What the fuck? Okay, das ist jetzt irgendwie so ihr Haar im Outfit oder so. Scheint zumindest so zu sein. Alter Schwede. Respekt und Anerkennung. Schauen wir doch mal, was sich hier ergibt. Etwas mehr Affection bitte. Und ein extra Move wäre jetzt auch nicht verkehrt. Und noch einen kriegen wir auch hin. So, du warst jetzt jemand, der... Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das ist echt schlimm. Romance magst du. Romance! Okay. Jetzt sind wir hier schon ein Stückchen weiter. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Affection, glaube ich. Nee, Sentiment brauchen wir. Sonst wird das nämlich hier gar nichts. Und noch ein extra Zug. Wie mache ich denn das jetzt hier? Okay, das hat auch schon gut geholfen. Extra Move! Ja, na, das läuft doch jetzt ganz brauchbar hier bisher. Romantik! Okay, Flirten mag ich nicht so sehr. Aber immerhin, es hat schon mal ganz gut geholfen. So, ich habe jetzt 8 Sentiment. Damit könnte ich zumindest 2, 4, 6, 8, 4 extra Züge rausschlagen. Ich denke mal, das werde ich jetzt auch tun. Ja klar, komm, die sind doch toll. Mensch, Mädel, du magst doch diese Ohrringe. Ganz bestimmt. So, und jetzt muss ich ganz dringend mal diese ganzen Broken Heart Dinger kaputt machen. Ich habe nur nicht genug Sentiment. Nein! Ahahaha, was ein Scheiß. So, warte mal. Hier.
Excellent. Wow, okay, das lief. Das war... das hier. So, dann nehmen wir das hier. Okay. Es läuft, es läuft. So, mal gucken. Hier haben wir noch ein bisschen Romantik. Wonderful. Wow, okay, das lief. Mehr Talent läuft auch. Dann gucken wir doch mal, ob es jetzt mit... Ah! Scheiße! Ach, ich hasse es, wenn sowas passiert. Okay, jetzt muss ich aber richtig ackern hier, damit das wieder was wird. Could you please not do that? Ich will gar nicht wissen, was der Charakter in dem Moment dann angestellt hat hier. So, gucken wir doch mal. Ich glaube, es wird Zeit... mal so ein bisschen was zu benutzen. Okay, das lief jetzt auch nicht schlecht. Noch etwas mehr Romantik. Etwas mehr Talent ist jetzt auch nicht verkehrt. Schauen wir doch mal, ob wir damit ein bisschen weiterkommen. Yes! Gut, geschafft. Boah. Mann, oh Mann. Diese bösen, gebrochenen Herzchen, die mögen mich echt gar nicht. Ja, ne? Toller Anblick. Sowohl die Stadt als auch dein Ausschnitt. Insofern passt schon. Aber dieses Outfit war jetzt auch ganz schön klasse. Also... Eastern Desire Outfit, yep, das, ich verstehe, woher der Name kommt. Okay, talk with her, ich rede noch einmal mit ihr, denn ich habe noch zumindest ein bisschen Essen übrig. Kann ich noch irgendwas kaufen? Corn Dog, gibt nur 3 und Soda. Okay, dann halt das hier noch. Maybe I'll just have a bite. Oh God, I'm so weak. But it's so good. Du grätst wegen einem Softdrink außer Fassung. Okay. Ihr Mädels, ihr habt doch echt alle einen am Kopf. Last name haben wir jetzt schon. What did you study in college? I started in law, but I lost interest. I only came out with a 2-year degree. Okay. Ja gut, Jura ist jetzt auch schon nicht unbedingt das super Studium für jemanden, der eine sehr spirituelle Person ist, weil das Ganze dann doch etwas trocken ist. I have a question for you. Take your time answering. If you could change one thing about me, what would it be? Nothing. You're perfect the way you are. Was soll man denn da ändern, Mädchen? Du bist toll. Du bist nett, du hast große Brüste, du hast eine schöne Figur. Would you mind if I asked you something? Wieder. What's your favorite thing about yourself? Wow, I've never heard an answer like that before. I like it. Okay, offensichtlich war das was, was ihr gefallen hat. Und ich könnte ein neues Trade kaufen, haha. Das finde ich doch schon mal sehr gut. Was werden wir... Oh ja, ich werde jetzt Sexuality auf jeden Fall steigern. Denn mal gucken, vielleicht treffe ich ja noch irgendwie ein anderes Mädel, das sowas gerne mag. Zum Beispiel Jessie oder so. Jessie ist sowieso irgendwie der witzigste Charakter im ganzen Spiel. So diese MILF, die echt die ganz krassen Sprüche hat. Okay, gucken wir doch mal, ob ich sie treffen kann. Jessie, na klar, die ist... mitten in der Nacht natürlich auch noch wach. Während Kyana schon brav schläft, denn sie steht morgens sehr, sehr früh auf, ist Jessie natürlich um die Uhrzeiten auf jeden Fall noch unterwegs. Klar.
take care of yourself. Du auch. Nettes Date. So, Night. Bar and Lounge. Oh, goody. My sexy boyfriend is here. Oh Gott, diese Begrüßung. Oh goody, my sexy boyfriend is here. Irgendwie, die macht mir Angst. Ich weiß auch nicht. So. Well, fuck me. I finally won something at the casino. Great. Now maybe I can put a tiny dent in my massive debt. Okay. Ja gut. Aikos Hobby war ja Gambling und sie ist dauernd im Casino. Es ist kein Wunder, dass sie einen Schuldenberg hat. Mal gucken, wie das Bild aussieht. Okay, du spielst am einarmigen Banditenmädel. Ja, so schick ist das jetzt aber auch nicht. Es ist kein Wunder, dass du Schulden hast. Also ich verstehe wirklich nicht, wie eine Physikprofessorin sich nicht die Gewinnwahrscheinlichkeiten an so einem Scheißdreck da ausrechnen kann. Egal. Oh, ich habe ein Bildchen von Nikki bekommen. Fuck yes, I finally got the high score on this stupid game. I can't even tell you how many quarters I have lost to this thing. Noch eine, die dauernd ihr Geld für Spiele verschwendet. Ist okay. Irgendwie ziehe ich das wohl an. Und sie guckt den Spielautomaten an, als wäre ihr die absolute Offenbarung. Ach Mädchen, wärst du doch mal auf ein Date mit mir gegangen. Hätte mir sicherlich mehr Spaß gemacht. Aber gut, du gehst ja auch zu einem Date auf dem Jahrmarkt im Pyjama. Das fand ich schon so etwas strange. So, hallo Jessie. Ich habe da hier mal so ein bisschen Geld. Warte mal, ich muss mal gucken, was sie gerne trinkt. Martini trinkt sie gerne. Wo haben wir denn hier ein Martini? Mojito? Martini. Hier, guck mal. Alkohol. Of course, I'd love a drink. Das hätte ich mir jetzt auch fast gedacht, dass du auf sowas stehst. So, kann ich dir irgendwas Cooles schenken? Gingerbread Man. Okay, ich soll ihr ein Lebkuchenmännchen als Unique Gift geben. Steht auch schon dabei dran hier, so an exclusive gift for a major woman. Aha. Yeah, guck mal hier. Oh, I'm such a sucker for cute holiday decorations. I'm such a sucker for cute holiday... Oh Gott. Aber ich habe jetzt einen neuen Hairstyle bei ihr bekommen. Gucken wir doch mal, wie der aussieht. Cowgirl. Oh, das ist aber auch hübsch irgendwie. Ich glaube, das lasse ich mal. Ja, den finde ich irgendwie cool. Das ist mal was Neues. Nur dieses komische Playboy-Bunny-Häschen-Outfit, das lassen wir jetzt einfach mal. So, ich schenke dir jetzt noch einen Measuring Cup, weil du das so toll findest. Oh, thank you. Remind me to return the favor later. Aha, ja, bitte nicht. So, ich habe ein neues Geschenk gekriegt. Mal gucken. Ah, one move for every two joy tokens on the grid. Okay. So, jetzt werde ich aber hier mal diesen Sexuality-Dingsbums einbauen. Ich glaube, ich werde das mal hier tauschen. Weil das ist was, worauf sie echt total steht. Aber wir reden erst noch mal ein bisschen mit ihr. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen peinlichen Fragen. Müssen wir eben kurz gucken. Was weiß ich von ihr? Sie ist ein Dropout und sie mag Orange. Okay. Something you need from me, sweetie? Mhm. Das hatten wir schon. Wie viel wiegst du? Also Lieblingsfarbe und College haben wir ja schon. You're looking at 126 pounds of pure beauty. Okay, das so. Oh, diese Sprüche. Oh Gott, oh Gott. So. Orange war es. Okay, 126 und sie ist ein Dropout. So, I'm dying to know something right now. Uh-huh. How do you feel about little tiny lies if nobody gets hurt? Oh. Yeah, see, what people don't know can't hurt them. So, you just keep it to yourself. Uh-huh. Okay. Das ist jetzt wieder sowas von der Sorte, wo ich mir denke, Mädchen, was hast du in deinem Leben bisher schon erlebt? Klingt ja schon so ein bisschen strange.
Oh, ich könnte dir jetzt einen Wedding Cake zukommen lassen. Einen ganzen Wedding Cake. Ich wollte schon immer mal auf ein Date mit einer Frau gehen, die einen ganzen Wedding Cake essen kann. Das ist klar. Alter Schwede. Respekt und Anerkennung. Sex. Well, almost. Oh, diese Sprüche. Oh, better than sex. Well, almost. Mädchen, wenn ich eine ganze Hochzeitstorte gegessen habe, dann denke ich ganz bestimmt nicht mehr an Sex. Dann hänge ich im Bad über der Kloschüssel. Oh, das ist echt übel. Okay, reden wir noch ein bisschen. You can ask me anything you like. Aha. Was ist denn dein Haupthobby? Da wird sie wahrscheinlich Sex sagen oder so. Nee, nein, sie wird wahrscheinlich Baking sagen, weil sie auf Backen steht oder so. I haven't even asked her last name. Ich glaube, den kenne ich auch noch nicht. Which one? What? Well, if you mean my real last name, it's May. Okay. Which one? Wie oft hast du bitte geheiratet, Mädel? Okay, talk with her. Also einmal kann ich noch fragen, bevor es auf ein Date geht. Something you need from me, sweetie? Aha. Was ist dein Haupthobby? My main hobby. Does getting drunk count? What? Echt jetzt? Saufen? Dein Hobby ist Saufen? Oh, 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 oh Mann! Ich lerne hier lauter interessante Frauen kennen. Die eine sagt so, ja, mein Haupthobby ist Schlafen. Okay, beim Katzenmädchen kann ich das noch verstehen, aber hallo, Saufen? Oh, okay. Ich glaube, mit diesen Informationen und diesen interessanten Erkenntnissen verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Und ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Folge, denn dann werde ich mit ihr auf das zweite Date gehen und dann hat sie hoffentlich irgendwas anderes an als dieses komische Playboy-Outfit. Aber dieses Häschenzeug, das macht mich echt ganz wuschig. Hoah, furchtbar. Grausam. Warum tragen Frauen sowas? Ich weiß es nicht. Egal. Wir sehen uns also in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dahin. Und tschö.